Hallo, ich bin's Fritz und ich wurde von Microsoft eingeladen für State of Decay 2. Und wir haben hier ein paar Geländewagen und hier unten auch schon den ersten Zombies. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Bei dem Schlechter, ne? Kommt hier auch raus rein, dann geht's weiter. So, Autos sind im Hintergrund abgestellt. Jetzt geht es mal wieder den Berg hoch. Wir sind nicht in den Alpen, wie ihr es vielleicht sonst kennt. Aber wir haben ein paar Leute am Start. Hallo, vielleicht kennt ihr Izzy. Ich meine, wo du uns hier hinführst, der Wahnsinn. Hab mir quasi ein paar Gamer geschnappt. Ja, sie sind trockengelegter Gletscher hier. Paluten hat schon die erste wichtige Regel erkannt. Egoismus in der Zombie-Apokalypse. Ja, nach uns die Sinnflut. Perfektes Schuhwerk ist auch schon... Die weißen Sneaker. Natürlich, die müssen am Start sein. Geht das? Aber die Leute, die nicht wissen, wo man am besten die Häuser hinbaut. Mann. Ah. Das Ding kriegst du nie wieder verkauft hier. Ja, die anderen brauchen noch ein bisschen. Die Frage, Jungs, was ist der ultimative Gaming-Survival-Tipp? Ihr habt da sicherlich schon die ein oder anderen Survival-Games gespielt. Ja. Bring dich gar nicht jetzt in den Schlamassel. Schnell ein Bett machen einfach. Ja. Und dann pennen. Genau. Und wenn du wieder aufwachst, ist es meistens dann wieder hell und gut. Wie erkennt man Wasser, ob es wirklich gut ist, ob man es trinken kann? Gibt es einen schönen Tipp? Man merkt es erst danach. Das geht dann recht schnell und kommt in flüssiger Form hinten wieder raus. Na klasse. Ja. Und was zum Blumengießen oder was? Ich glaube, ein bisschen Wasser. Ich bin völlig beschwert. Ja, das ist Teamwork, ja. Danke sehr. Das tut mir leid. Ja, Leute, so sieht die Realität aus, ja. Im Hintergrund wird einfach ein bisschen Baseball gespielt, ohne Rücksicht auf Verluste. Yeah! So, Leute, was macht man natürlich in der Zombie-Apokalypse? Man muss ein bisschen looten. Was ist das? Da mal runterdollen. Das geht ja noch. Ob der hier an dem Obst dran war oder ob man das haben kann. Wir können ja mal ins Auto gucken, ob irgendwas drin ist, was wir gebrauchen können. Ja. Leere Flasche, Äpfel. Oh, der hat Wasser. Das ist ja übrigens jeder für sich selbst. Ne? Der Stärkere überlebt. Ach was. Es hat mich sehr gefreut. Was ist da drin? Was ist da drin? Aber, was ist da drin? Ich habe mich von Fritz überzeugen lassen, dass es besser ist für alle zu teilen. Ja, ich darf wenigstens das erste nehmen. Ich bin gegen Nektarinen allergisch und habe eine Laktoseintoleranz. Was ist das denn hier für ein Survival Game? Einfach nur gefickt in dem Survival Game. Oh Gott! Kann ich dir sagen? Oh Gott, Frank! Ich werde attackiert! Ja, das ist alles ungenießbar, oder? Das Wichtigste, trinken. Immer trinken. Das ist komplett Matsche. Wieso habt ihr noch Eis? Wirklich richtiges Eis. So, wir kämpfen uns ein bisschen durchs Gelände. Hohes Gras, das heißt, Achtung, Pokémon-Gefahr, ihr wisst es. Ja, wir hatten vorhin die Idee, dass wir noch so ein extra Game machen. Und zwar, wer sammelt die meisten Zecken? Das heißt, wir werden uns nachher alle nackig ausziehen. Und dann geht der Zeckencounter los. Schneid ich rein. Einmal Mitleid für den armen Heuschnupf-Izzy. Wo ist Niesen? Ja, guck mal, das ist doch... Einladen. Wow, Mücke! Hallo, hier ist die Homebase. Wir suchen noch Überlebende. Ist jemand da draußen? Hallo? Fritz hört. Gott sei Dank. Es gibt hier in der Nähe nämlich ein Kino, super wertvolle Gegenstände drin. Wir bräuchten einmal Maßband, Zange, einen Cutter, Wasserwaage, Imbus, Hammer.
Samen und 4x Medipacks. Und pass auf, da ist die Blutseuche, das ist das Allergefährlichste. Viel Glück. So Leute, wir sind wieder im Dickicht. Schau mal da links durch, müsste was sein. Das sieht nach Fahrzeugen aus, nach alten. Sind denn da auch Winterreifen dabei? Das musst du erstmal von innen gucken. Oi. So, erstmal ein paar Rauchgurken schnappen. Was macht man denn jetzt mit Rauchbomben, Fritz? Naja, ich denke mal jetzt Ablenkungsmanöver. Jetzt brauchen wir es ja gerade nicht, aber können wir nachher vielleicht gebrauchen, um irgendwas zu nebeln. Boah, hier ist aber gut genebelt drin, ey. Seht ihr, Papa? Das kannst du doch nicht erzählen, dass das hier ein Kino ist. Gucke doch mal hier die Leinwand. Ja, klar, stimmt. Ja. War nicht gerade in dem Fußpunkt, dass wir irgendwelche Materialien brauchen? War hier ein Wischmopp drauf auf der Liste? Habt ihr zugehört? Nee, ja, ich weiß. Wischmopp war drauf. Leiter. Spiegel. Ja, Leute, hier ist überall Blut auf dem Boden. So, Leute, wer hat den geilsten Baseballschläger? Als ob. Ja, und wer hat den geilsten Wischmopp? Okay, Izzy folgt der Blutspur. Oh, warte mal, das sind, glaube ich... Oh. Streichhölzer. Ich habe Streichhölzer gefunden. Oh, das ist... Ich habe aber wirklich nicht so richtig dran. Für die schönste Zeit deines Lebens. Was ist das denn hier bitte? Und die wollen das Ding jetzt einfach abfackeln. Ja, was willst du sonst machen? Kuscheln oder was? Ach, das ist echt diese Seuche. Ich verstehe. Wir haben jetzt also hier den Seuchenherd. Das fackeln wir jetzt ab. Rauch tötet. Ich bin noch hier drin. Boah, ist das hast du angestellt. Ihr habt das Ding angebrannt. Was ist das heiß hier drin? Boah, es wird wirklich nicht heiß. Boah. Boah. Was ist das? Oh. Oh. Okay. Ja, okay. Go, go, go! Das bringt nichts mehr, das bringt nichts mehr! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Hilf mir! Okay, Leute, wir haben es tatsächlich geschafft. Wir sind jetzt hier im Camp angekommen. Wir können jetzt richtig schön chillen, das Izzy taken, ein bisschen was essen, ganz entspannt. Zombies sind auch nicht zu sehen. Ich würde sagen, wir haben alles erreicht. Feuer brennt schon. Alles, was du wolltest. Nur der Cutter ist gestorben. Damit das Video zu Ende! Bis zum nächsten Mal! Ciao, ciao!